Und heute kommen wir mal zu einer besonderen Pistole, und zwar ist es die Walther PPQ von VFC. Und was die so kann, das schauen wir uns heute genauer an. Servus zusammen, Friday von GSPR Airsoft, und heute, ich bin ja so ein bisschen Pistolenfan, heute haben wir wieder eine etwas besondere Pistole, und zwar ist es die Walther PPQ von VFC. Wir haben hier wirklich ein lizenziertes, originalgetreues Modell, und wir vom Team haben die spontan reinbekommen und haben uns gedacht, okay, lass die mal schnell durchchecken, lass die mal reviewen, haben die jetzt ein bisschen getestet, und wir müssen sagen, wir sind wirklich überrascht. Dazu aber später mehr, jetzt ein paar Details. Fangen wir also an. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 18 cm bei einem Gewicht von 640 Gramm. Also wirklich eher eine leichtere Pistole. Was man ebenfalls merkt, ist hier die wirklich gute Verarbeitung vom Body. Hier ist natürlich wieder VFC im Spiel, bekannt durch die Langwaffen. Hier jetzt mal eine Kurzwaffe. Ich habe die beim Basti zum ersten Mal in die Hand genommen und dachte, ey, die liegt wirklich gut in der Hand. Was ist das für ein Modell? Und da haben wir uns direkt damit beschäftigt. Ansonsten ist zu sagen, wir bekommen ein Magazin, das erinnert sehr an eine HK45 USP, Link packe ich euch oben in die Beschreibung. Es passen 24 Schuss rein und die Waffe ist eine Gasblowback, das heißt beim Schießen geht der Schlitten zurück. Und wie wir es jetzt schön gesehen haben, haben wir eine Bedienbarkeit für Links- und Rechtshänder. Das heißt, ist die Waffe mal gespannt, können wir sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite den Schlitten nach vorne führen. Wir haben hier eine Stärke von 1 Joule und das Ganze haben wir natürlich für euch nachgekront. Bevor wir uns die Markings anschauen, schauen wir uns erstmal das Äußere der Waffe an. Wir haben vorne eine Rail, hier können wir Lampen und Laser anbringen, beachtet aber hier das Waffengesetz. Des Weiteren haben wir diese Zwei-Wege-Sicherung, das kennen wir schon von meiner KWA Glock. Das heißt, man muss wirklich beides durchdrücken, um einen Schuss lösen zu können. Das soll Verabrutschen oder sowas verhindern, das heißt, egal was ich tue, hier löst sich kein Schuss. Dafür haben wir allerdings keine Sicherung an der Waffe, das heißt, wenn die Waffe wirklich gespannt ist, ist sie gespannt. Des Weiteren haben wir, ich habe es gerade angesprochen, auf beiden Seiten die Möglichkeit, die Waffe nach vorne führen zu lassen, den Schlitten nach vorne führen zu lassen. Ansonsten, Griffschalen sind wirklich mal griffig und wirklich durchdacht ausgearbeitet. Man sieht es hier schön, sogar an dem Griff sind nochmal die Finger nachgearbeitet. Und das ist wirklich eine griffige Waffe, also sehr super, bin ich total überrascht vom Body. Das war schon vom ersten Moment, wo wir die in die Hand genommen haben, wirklich sehr schönes Teil. Aber jetzt die Markings. Wir haben es angesprochen, komplett lizenziert, und da haben wir wirklich einiges. Vorne das Walther-Logo, PPQ nochmal drauf. Hier am Schlitten, am Hülsenauswurf, ebenfalls nochmal Walther, Kaliber 9mm, es ist eben originalgetreu. Am Griff haben wir nochmal PPQ stehen. Wir haben hier eine fortlaufende Nummer. Schöne Geschichte ist, da bin ich mal ein Freund davon, das F im Fünfeck ist hier wirklich ganz klein und in schwarz ganz hinten aufgedruckt worden, dass man es nicht sofort sieht. Und wir haben hier nochmal Kaliber 6mm, das ist nicht verwirrt. Hier die Markings eben Kaliber 9mm mal 19, also eben originalgetreu. Kommen wir nun zum Zerlegen der Walther PPQ. Als allererstes Magazin entnehmen, Safety first. Nun muss die Waffe gespannt sein. Und wir haben hier einen Hebel, den man runterdrücken muss. Das heißt, wir drücken den Hebel kurz runter und können den Verschluss vorne abführen. Zum Zusammensetzen müsst ihr darauf achten, dass der Hebel hier wieder unten ist. Das heißt, dass die Waffe gespannt ist. Nun könnt ihr einfach den Verschluss vorne wieder draufsetzen und das war's. Jetzt prüfen wir, ob alles einwandfrei funktioniert. Das tut's. Magazin rein und ihr seid wieder einsatzbereit. Kommen wir nun zum Schusstest. Da waren wir sehr gespannt. Wir haben manchmal im Team einfach Waffen, da freuen wir uns wirklich drauf. Und hier haben wir jetzt mal geschossen, auf Distanz, Pistole eben üblich 20 Meter. Und wir sind dann nochmal auf die 30 Meter gegangen. Viel Spaß beim Schusstest. Alexander, Janik,
Kommen wir nun zum Fazit der Walter PPQ. Die Walter PPQ hat ein Joule, das heißt, wir haben endlich mal eine spielbare Walter-Pistole, weder CO2 noch sonst irgendwas, Version Gasblowback. Preis sind 120 Euro und diese sind bei Sniper S, beziehungsweise diese Pistole ist bei Sniper S zu kaufen. Schusstest 20 Meter 1A, Hop-Up konnten wir sehr schön einstellen, einfach dazu die Waffe zerlegen, umdrehen, steht schön das Hop-Up, beziehungsweise das Hop-Up-Rädchen ist da sehr schön zu sehen. Wir sind natürlich nochmal auf die 30 Meter gegangen, wir blenden es euch nochmal ein. Wir haben zwar nicht viele Ziele auf der kleinen Scheibe getroffen, aber auf ein Mannziel hätte man locker treffen können auf 30 Meter. Das heißt, hier geben wir auch nochmal ein Go für die 30 Meter. Allem im Allem ist zu sagen, dass die Waffe wirklich sehr gut in der Hand liegt. Es ist eine sehr moderne Waffe, die nicht wirklich jeder hat. Man sieht die nicht ganz so oft und die ist einfach markingstechnisch, also wir sind komplett positiv überrascht von dieser Waffe. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Der Basti hat die besorgt von einem Kollegen. Und hier ist wirklich eine einwandfreie Geschichte. Da gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn ihr mal nicht diese gängigen M9, Glocks oder sowas haben möchtet, sondern mal was Neues haben möchtet, die Waffe funktioniert. Wir sind begeistert auf jeden Fall davon. Deswegen Kaufempfehlung für die Walter PPQ als GBB-Variante, keine CO2-Variante. Und damit melden wir uns soweit ab. Habt ihr Fragen oder sonst irgendwas in die Kommentare damit. Friday, haut rein. Servus zusammen, Friday von GSP Airsoft und heute, wie angesprochen, die M41 bzw. G3-Serie von Schwaben Arms und